21 Sekunden, das geht noch. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf?
Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Irgendwas kraufelt herum. Ich will, glaube ich, nicht mehr wissen, was es ist. Ein Kopf. Gibt es euch vielleicht auch noch einen schwerer zu treffen oder noch schwerer zu treffen oder gar nicht anwesend? Ist doch scheiße. Da kannst du ja niemandem mehr trauen, ey. Auf zum Shop. Muss er bestimmt da lang. Ja. Perfekt. Sehr. Chinese Booster. Und? Keine Munition für was? Gibt's wahrscheinlich auch keine Munition für. Ja. Ja, die müssen erstmal verkaufen. Die müssen erstmal verkaufen. Ja. Plus. Ach, davon haben wir viel zu viel Munition, ne? Leck mich Arsch. Das kann auch erstmal verkauft werden, ja. Immer nachladen und unterwegs aufnehmen. Reicht. Da war wieder ein Grund mehr, warum es keine Frauen an Bord geben sollte. Die werden noch größer, noch zäckiger und noch angriffslustiger. So, das Kapitel ging ja relativ schnell, dann würde ich sagen, mache ich einfach noch ein Kapitel. Wir müssen ja jetzt eh zurück zur Krankenstation. Bevorstehende Vernichtung abgeschlossen. Tja, wir wurden nicht vernichtet. Aber wir speichern trotzdem, ja. So, das nächste Kapitel wird uns jetzt hier angezeigt, deswegen konnte ich das letzte Mal nicht. Tödliche Hingabe ist das, okay. Deswegen konnte ich das letzte Mal nicht sagen, wie das Kapitel hieß. Aber tödliche Hingabe hört sich auch nicht gerade vertrauenserweckend an. Hier fehlt mir was. Erstens war da der Dauerschock. Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren. Aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die...